Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute ein Blog, ein Praxisblog zu dem Thema, wie viele Bodenabläufe und Skimmerleitungen braucht man. Und die beiden sind gerade schon erschrocken, die haben jetzt gedacht, sie müssen sich einen neuen Mittelflächenabzug einbauen. Wir haben es ja immer wieder davon gehabt, unsere Empfehlung ist ganz klar, pro 10.000 Liter, was man zum Fließen bekommen möchte, sollte man ein Skimmer respektive einen Bodenablauf vorsehen. Also hat man 50.000 Liter Teich, braucht man 5 DN110 Verbindungsleitungen zwischen Teich und Filter, dass man, was die hydraulische Situation im Filter nachher angeht und vor allem auch die Niveausituation zwischen Teich und Filter, dass die nicht einen Riesensprung macht und auch nicht zwischen den einzelnen Filtern kann man Riesensprünge machen, sondern dass das Ganze relativ entspannt ist, dass also die Sprünge relativ klein sind, um so sicherzustellen, dass das Wasser, was man in die erste Filterkammer einströmen lässt, auch hinten rauspumpen kann, die Menge, ohne dass es quasi 50 cm Niveausprung gibt. Und Sie glauben gar nicht, wie schnell das passieren kann mit den 50 cm, wenn die Anzahl der Rohrleitung nicht passt. Und genau das ist hier passiert. Man hatte einen Teich, 50.000 Liter, hatte 2 Bodenabläufe, 1 Skimmer vorgesehen, also 3 Leitungen, wollte 50.000 Liter fließen lassen und schwuppdiwupp hat man gemerkt, man kann die gewünschte Pumpenleistung von 50.000 Liter gar nicht fahren lassen, weil im Filter das Gefälle so hoch war, dass dann die ganzen Filtertrennwände, alles, die Verbindungsleitung, das waren alles die limitierenden Faktoren und viele von Ihnen werden es kennen, was ist die Folge, dass die letzte Pumpenkammer permanent leergezogen wird und die einzige Chance, die man dann hat, ist, dass man die Pumpenleistung reduziert. Wenn man aber die Pumpenleistung reduziert, dann hat man die Problematik, dass zu wenig Wasser zwischen Teich und Filter ausgetauscht wird. Das mindert mir in gleicher Weise die biologische Filterleistung, die ich in meiner Biologie habe, als auch den schnellen Schmutzabtransport, dass ich also im Teich eine vernünftige Strömung habe und einen ordentlichen Sog auf die Bodenablaufleitung, dass dann tatsächlich auch der Schmutz im Filter ankommt. Und wenn Sie jetzt nochmal zurückgehen zu dem Block 950 und die darum liegenden, wo ich hier im Rohbauzustand über den Teich geblockt habe, dann war auch eine meiner Empfehlungen, man sollte hier auf jeden Fall noch dafür sorgen, dass man einen weiteren Mittelflächenabzug oder noch Bodenabläufe, Skimmer, irgendwas einbaut, um eben dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Und die beiden, sie wollten es richtig machen und sie haben es dann angepackt und haben dann tatsächlich hier diese DN160-Leitung noch eingebaut. Ist ein Mittelflächenabzug, ich zeige es Ihnen nachher, der kommt im Teich rein, geht nach unten, unten ist es gelocht. Die Löcher sind natürlich nur so groß, dass der kleinste Fisch nicht hindurchpasst. Das wäre natürlich auch ganz schlecht, gut, im Bürstenfilter würde er nicht gleich verenden. Außer man sieht ihn nicht und man sieht dann den Bodenablauf, dann ist er natürlich auch weg. So, man hat das also gemacht und wenn man jetzt sieht, ein DN150 und vielleicht für die, die technisch nicht ganz so versiert sind, ein DN150 bzw. 160 Bodenablauf Rohrleitung entspricht, ist ein Äquivalent wie 2 DN100er. Warum? Also man darf jetzt nicht denken, man braucht um 200er zu ersetzen, ein 200er, die Querschnittsfläche von dem Rohr berechnet sich im Quadrat, Pi r Quadrat, also verdopple ich den Durchmesser, vervierfach ich die Querschnittsfläche. Sprich, ein 200er Rohr entspricht in etwa 400er Rohre und ein DN160er Rohr entspricht in etwa 200er Rohre. Also wenn ich jetzt das DN160er Rohr nehme als 200er Rohre, dann habe ich noch meine 2 Bodenabläufe, habe noch meine Skimmerleitung, dann habe ich die 5 Verbindungsleitungen und das funktioniert jetzt wirklich wunderbar. Ich habe es in dem vorangegangenen Block, habe ich schon mal gesagt, wir haben im Filter selber, die Filterkammern sind mit 125er Rohre verbunden, da hat man 3 Stück, das entspricht circa 4 DN100er Leitung, das funktioniert und da hat man dann von Filterkammer zu Filterkammer hat man, die haben glaube ich wirklich Angst, dass das zusammenbricht, sie nicken, das bricht nicht, ich bin versichert. Man hat im Filter selber 2 cm Niveausprung und das macht natürlich viel aus. Allerdings, und das müssen Sie sich auch überlegen, es hängt nicht immer nur davon ab, wie die Verbindungen zwischen den einzelnen Filterkammern sind, sondern das Filtermaterial an sich bietet natürlich dem durchströmenden Wasser auch einen gewissen Widerstand oder stellt dem Wasser einen gewissen Widerstand entgegen. Und hat man jetzt Filterkammern mit Aquarock oder anderem sehr dicht gepackten Material, dann kann das natürlich zusätzlich auch zu weiteren Niveausprüngen versorgen. Aber jetzt gucken wir hier einfach mal, wir haben hier 50.000 Liter am Fließen, wir haben im Teich, zeige ich Ihnen nachher, eine wahnsinnige Strömung, also das ist reell, die 50.000 Liter. Und jetzt schauen wir einfach mal, was ist beim ganz normalen Teich, wo der Filter neben dem Teich sich befindet, was passiert da, welchen Niveausprung haben wir? Und jetzt muss ich nur einmal kurz hier messen. Wir haben hier im Teich von oben runter gemessen, haben wir 13 cm. Da können wir jetzt vielleicht noch, ne, 13 ist genau. Und dann gucke ich in der ersten Filterkammer. Aus den 13 werden dann 16 cm. Also wir haben gerade mal 3 cm Niveausprung, um 50.000 Liter Wasser
durch 5 DN110 Verbindungsleitungen fließen zu lassen. Und dann ist es eine hydraulisch, salopp gesagt, entspannte Anlage und dann kann man auch entsprechend viel durch den Filter fließen lassen und der Filter kann vor allem auch entsprechend lang sein, ohne dass man, wie eingangs gesagt, Angst haben muss, dass die letzte Filterkammer dann aufgrund dieses Treppeneffekts, was da von Filterkammer zu Filterkammer entsteht, leer gepumpt wird. Und da kann ich die beiden nur beglückwünschen, dass sie die Mühe auf sich genommen haben, den Mittelflächenabzug einzubauen. Und das zeige ich Ihnen jetzt ganz kurz, wie sie das gemacht haben. Ich hoffe, wir haben heute viel Sonne, da hat man auch immer viel Schatten. Also hier haben sie, ich denke, man sieht es, das Rohr geht hier nach unten und dann geht es hier einfach raus. Besser ist natürlich immer, wenn das Wasser direkt vom Boden abgesaugt wird. Aber es ist immer noch besser, einen Mittelflächenabzug zu haben, als ganz darauf zu verzichten. Und wenn wir jetzt uns einfach mal anschauen, die einzelnen Filterkammern, wie die Wasserstände zueinander sind. Ah, der clevere Fotograf filmt mit der Sonne. Habe ich mal gelernt. So, wenn Sie hier jetzt mal schauen, ich stelle es Ihnen auch noch scharf. Also das sind wirklich immer nur 2 cm von Filterkammer zu Filterkammer. Und ich habe es vorher gemessen, in der letzten Filterkammer hat man dann 24 cm. Aber hier sieht man es dann auch schön, diesen Treppeneffekt. Wir haben es ja letztes Jahr schon mal beim Arthur gezeigt. Was passiert, wenn man die Umwälzleistung oder die Pumpenleistung erhöht, dass man da das Gefälle hat. Aber hier noch immer akzeptabel, wenn man mal bedenkt, dass der Filter mit Sicherheit eine Länge von 6 Metern hat. Also das passt. Und das Wasser auch, sieht man hier, fließt sehr ruhig, ist wenig turbulent und auch wenig turbulentes Wasser ist natürlich weniger widerstandbehaftet als Wasser, das jetzt wirklich wie wild am Fließen ist. So, wobei man muss natürlich wieder sagen, wenn man die Biologie sieht, ist natürlich ein turbulentes Wasser besser, weil das turbulente Wasser dafür sorgt, dass die Oberfläche des Filtermaterials besser genutzt wird. Und wenn man hier jetzt hätte noch eine kleine Verbesserung machen können, dann hätte man auch dafür gesorgt, dass man hinten nicht die 22 oder 23 cm Niveausturz in Relation zum Teich hat. Dann hätte man hier statt der 325er Rohre, hätte man auf 360er Rohre setzen können. Und dann wäre die Anlage zusätzlich noch mal entspannter gewesen. So, also das zum Thema Niveausprung und Versorgungsleitung des Filters vom Teich zum Filter. Und das ist eine schöne Schlussaufnahme. Wenn Ihnen dieser Blog gefallen hat, dann liken Sie uns und auch an die beiden ein Dankeschön, dass wir hier so schonungslos bloggen dürfen und zeigen dürfen, wie Missstände ausgemerzt wurden. Und der letzte Missstand ist jetzt tatsächlich dieses Rohr, wenn ich das gesehen hätte, wie das derzeit professorisch aufgebaut ist, dann hätte ich mich vielleicht doch nicht draufgestellt. Also, in diesem Sinne, ach, ich wollte Ihnen noch die Strömung zeigen. Da hinten, da sehen Sie, also hier ist wirklich Wumms auf der Kiste. Und das wird, die Hauptströmung an der Stelle wird von 2 Rohrpumpen erzeugt.